Oh mein Gott, an diesem Tag erscheint der zweite GTA 6 Trailer. Über Gaming. Direkt mal ein Abo. Wir gehen rein. Hallo Leute und herzlich willkommen bei diesem ultra spannenden Video, denn heute geht es mal wieder um GTA 6. Ja, Freunde, in diesem Video kann ich dieses Oh mein Gott einfach nur betonen, denn es gibt extrem heiße Neuigkeiten. Denn es geht nicht nur allgemein um GTA 6, sondern auch um den GTA 6 Trailer und den möglichen Release-Tag, plus natürlich der neuen PlayStation 5 Pro. Und da soll Sony Exklusivrechte zu GTA 6 haben, mit dem die mehr oder weniger entscheiden können, wann der zweite GTA 6 Trailer kommt. Über das und vieles mehr werden wir heute ausführlich sprechen. Ja, Freunde, wie gesagt, heute wird es mega heiß werden, wie das Wetter draußen. Denn es scheint wirklich so zu sein, dass diese Dürre, wo keine Neuigkeiten zu GTA 6 kommen, endlich vorbei ist. Ja, Freunde, ich habe es euch ja bereits in den letzten Videos gesagt. Die PlayStation 5 Pro soll kurz vor dem Release stehen und soll auch im September angekündigt werden. Die ganzen inneren Daten der PlayStation 5 wurden geleakt und jetzt vor kurzem sogar das Äußere. Es wurde gemunkelt, ob das Ganze echt ist oder nicht. Und jetzt scheint es sich zu bestätigen, die Leaks sind echt. Denn Sony hat vor kurzem dieses Bild hier veröffentlicht. Ey Freunde, wir feiern ein Jubiläum, denn PlayStation wird ganze 30 Jahre. Ja, und wenn wir uns dieses Bild genau angucken, erkennen wir natürlich außenrum die typischen PlayStation-Farben und natürlich das OG-Logo von der PlayStation 1. Hier sieht man auch ein Viereck, ein X, Kreis und Dreieck, das sind die Symbole des Controllers. Und diese sind aufgebaut von verschiedenen Merkmalen von Sony PlayStation. Da ist zum Beispiel die PlayStation 1, hier ist die PlayStation 5. Doch was ist, wenn ich euch jetzt sage, dass man in diesem Bild auch eine PlayStation 5 Pro sieht? Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört, Sony hat in diesem Bild auch eine PlayStation 5 Pro angekündigt. Und die PlayStation 5 Pro ist genau in der Mitte zu sehen. Ja, Freunde, geht mal alle Konsolen durch. Ihr werdet sehen, keine PlayStation sieht so aus wie diese hier. Und wenn wir das Ganze jetzt nehmen und mit den Leaks vergleichen, merken wir, dass die Leaks auch komplett richtig liegen, denn das Design sieht genauso aus. Und so, und jetzt kommen wir zu den ersten Gerüchten. Der Brancheninsider Ben, der sich mit Rockstar Games gefühlt seit Tag 1 beschäftigt, hat vor kurzem angekündigt, dass er vermutet, dass GTA 6 auf den Release von PlayStation 5 Pro wartet und deshalb immer noch kein Trailer erschienen ist, da Rockstar Games sich quasi sicher sein will, ey, die müssen das unbedingt releasen, weil ohne PlayStation 5 Pro können wir nicht releasen. Das heißt, mehr oder weniger, der GTA 6 Trailer Nummer 2 ist abhängig von PlayStation 5 Pro. Es wurde sogar vermutet, dass es vielleicht Exklusivrechte gibt, und zwar, dass das Ganze eventuell als Bundle erscheint. Wäre natürlich eine mega Traumvorstellung, doch darüber sprechen wir gleich ausführlicher. Fakt ist auf jeden Fall, Rockstar Games hat GTA 6 auf jeden Fall auf PlayStation 5 programmiert, weil ihr müsst es so sehen, Programmierer erhalten die Konsolen, die in Zukunft erscheinen, schon viel früher, damit sie die Spiele auch dementsprechend anpassen können. So, und jetzt kommen wir zu den Exklusivrechten zwischen Sony und GTA 6. Denn die Exklusivrechte sollen so weit gehen, dass die PlayStation-Spieler Vorteile merken, plus es wird eine offensichtliche Partnerschaft. Und wenn man das Ganze so allgemein betrachtet, bevor wir jetzt zu den Fakten gehen, passt das Ganze natürlich wie die Faust aufs Auge. Denn GTA 6 bricht gerade alle Rekorde im Internet, alle erwarten dieses Game, allein der Trailer hat schon komplett YouTube hochgenommen. Und dann kommt natürlich das 30-jährige Jubiläum von Sony. Zwei extreme Hypes treffen aufeinander. Und über das, was wir gleich sprechen werden, das ist jetzt nicht irgendwie Spekulation, sondern das kommt aus dem Munde von verschiedenen Brancheninsidern. Denn es soll ein Bericht erschienen sein, dass Sony sich Exklusivrechte für die Vermarktung von GTA 6 gesichert hat. Und das speziell für PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro. Das behauptet nämlich der Brancheninsider und der Co-Host des XNC-Podcasts MAGG, Middle Age Game Guy. Ja, und dieser Marketingvertrag mit den Exklusivrechten soll sogar schon abgeschlossen sein. Also die Unterschriften von Seiten Sony und Rockstar Games wurden bereits getätigt. Und dies ermöglicht sogar den Unternehmen Sony, dass GTA 6 nur für die PS5 und die PS5 Pro erscheinen wird. Doch jetzt an die Xbox-Fans, macht euch gar keine Sorgen, das ist nur Marketing Präsenz, denn Sony nutzt es natürlich aus, dass sie diese Vermarktung nutzen können. Und den GTA 6 wird 100% auch auf die Xbox erscheinen. Das sieht man auch
offiziell auf der Website. Jedoch muss man das Ganze trotzdem erwähnen, denn das wurde im Podcast besprochen. Nur für die PS5 und die PS5 Pro bedeutet nämlich, dass sie Ausschnitten von GTA 6 zeigen können und dementsprechend bedeutet dieser Text dann, ey, das was ihr seht, ist nur auf der PlayStation 5 und der PlayStation 5 Pro. Ja, Freunde, und jetzt haltet euch fest, am 12. Dezember 2024 findet das diesjährige Game Award statt. An alle, die nicht wissen, was es genau ist, ich erkläre es euch ganz einfach. Es ist quasi die Oscar-Verleihung in der Gaming-Branche. Ja, und mit dem Gespräch zwischen den Brancheninsidern hat MAGG noch etwas hinzugefügt, dass diese exklusive Marketing-Vereinbarung bekannt gegeben wird im zweiten GTA 6-Trailer. Denn da soll man dann klar und deutlich ein PlayStation-Logo erkennen können. Und wie bereits gesagt, die Aufnahmen vom zweiten Trailer wurden von der PlayStation 5 und der PlayStation 5 Pro aufgenommen. Interessant ist auch, dass MAGG vermutet, dass es sein könnte, dass der zweite GTA 6-Trailer bei den Gaming Awards veröffentlicht wird. Das wäre am 12. Dezember und wie das Schicksal so will, wäre das sogar ein Donnerstag. Und wie wir alle wissen, liebt Rockstar Games Donnerstag. Er will und kann diese Aussage aber noch nicht hundertprozentig bestätigen. Allein jetzt vom Abstand betrachtet, vom ersten Trailer bis zum zweiten Trailer, wäre dieser Abstand ein gutes Jahr. Und wenn wir uns die Vergangenheit so angucken von Rockstar Games, war es immer gang und gäbe, dass vom ersten zum zweiten Trailer ein Jahr vergeht. Aber wie gesagt, da ist sich der Brancheninsider nicht sicher, deshalb einfach mal abwarten, was Sony für uns vorbereitet hat. Ja, und diese Aussage wurden von mehreren wichtigen Insidern bestätigt. Nicht nur von Ben, sondern auch von Red Gaming Tech. Denn diese haben ebenfalls gehört, dass Sony GTA 6 für ein Riesen-Marketing nutzen wird. Ja, und sind wir mal ehrlich, das Ganze ist auch sehr realistisch, denn die Beziehung zwischen Sony und Rockstar Games ist gar nichts Außergewöhnliches. Mit GTA 3 war das auch das erste 3D-GTA, was auf den Markt kam. Ja, und in dieser Zeit hatte Sony immer Exklusivrechte und durfte auch dementsprechend immer vor Xbox releasen. Ob jetzt die PlayStation 5 Pro zusammen mit GTA 6 im Bundle released wird, das halte ich persönlich für unwahrscheinlich. Doch das mit den Exklusivrechten scheint sich mehr und mehr zu bestätigen. Was hält ihr von den Gerüchten und auf was werdet ihr GTA 6 zocken?